Willkommen auf Ibiza, Teil 3, was wir heute erleben. Jetzt. Heute nehmen wir euch mit zur südlichsten Bucht der Insel, zum Playa de Salinas. Ein Naturschutzgebiet, das nicht wie eines wirkt. Warum Werner diese Bilder gefallen, ich weiß es nicht. Nobel ab, es ist alles überdacht, alle Autos unter einem Dach, weil es ist ja wahnsinnig heiß immer. Heute geht es eigentlich von der Temperatur her, aber es wird sicher wieder heißer werden. Wie ist dein Befinden, Christoph? Heiß. Let's do it. Also jetzt gehen wir zum Jockey Club. Der Jockey Club am Playa de Salinas ist eine feine Adresse, besticht aber durch die bunte Vielfalt der Gäste. Vom Hippie über den Möchtegern bis hin zum A-Promi trifft man hier alles. Ja, wir melden uns aus der Salzbucht Ibizas, genauer gesagt sind wir am Playa de Salinas. Hier, meine Lieben, wird das Salz für die Suppe produziert und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum ersten wird hier tatsächlich Salz abgebaut und zum zweiten entstehen hier immer mehr kleine, aber feine Lokale für die Partyszene. Feine Restaurants, wo man untertags gut essen kann. In diesen Restaurants sind DJs, die sorgen für die richtige Musik. Hinter uns befindet sich der Jockey Club. Seit 15 Jahren hier am Playa de Salinas ist er hier ansässig. Da ist ein guter Freund von uns zu Hause, DJ Paul Lomax aus Vorarlberg, der sorgt für die Musik im Jockey Club. Da schauen wir vorbei und werden mal fragen, was Sache ist. Ein Jahr ist vergangen, Paul Lomax immer noch auf der Insel und wir besuchen ihn schon wieder bei der Arbeit. Letztes Jahr waren wir in Ibiza Stadt im Café Mambo. Heute sind wir zu Gast im Salinas Beach, auch ein Resident-Lokal von dir hier, der Jockey Club. Paul, was ist alles passiert in diesem letzten Jahr? Was gibt's bei dir Neues? Es ist ziemlich viel passiert. Ich habe jetzt die neue Islands Volume 4 rausgebracht. Ich spiele sehr viel Mausland. Hier immer noch das Gleiche, Salinas, Jockey Club, Privilege Space. Und neuer Beachclub, der aufgeht in Playa de Bossa. Eigentlich alles beim Alten. Alles beim Alten? Bleibt und lebt. Okay, alles beim Alten trifft jetzt nicht ganz auf das Amnesia zu. Da möchte ich dich als Experten fragen. Cocoon findet aber nicht statt, weil das Amnesia und die Bora Bora Bar wegen Drogen geschlossen sind. Was ist da genau passiert? Ja, das ist erst vor kurzem passiert. Darum, wir haben noch keine genauen Infos. Aber war halt Titelseite, war Kampf gegen Drogen, DCC, Bora Bora. Anscheinend noch ein Club wird geschlossen, entweder Privilege oder Space. Politik, spanische Politik, kann man nicht wirklich noch was dazu sagen, ist halt einfach so, muss man akzeptieren, und, aber es geht trotzdem weiter, es machen viele neue Clubs auf und Partys werden trotzdem weitergehen. Noch eine schnelle Frage, das frage ich sehr gerne, wo siehst du Ibiza in 10 Jahren? Ein bisschen mehr Upper Class. Also ich glaube, was auch mit dem Kampf gegen Drogen zu tun hat, dass sie alles das Upper Class Level ein bisschen machen möchten, das viele 5-Sterne-Hotels und der neue Yachthafen, es wird alles ein bisschen noch teurer werden, als eh schon ist, aber trotzdem Ibiza-Vibe. Wird immer bleiben. Jawohl. Produzent und DJ Paul Lomax, meine Lieben, jetzt lasst man wieder weiterarbeiten. Danke. Malle, danke dir. Danke dir. Ciao. Der Zillertaler Heinz Kienigartner kennt Ibiza seit über 25 Jahren. Bei unserem Besuch in der Casa Kini haben wir uns unter anderem über Kinis größtes und vor allem wichtigstes Projekt unterhalten. Zigtausende Fotos von Formel-1-Fans schmücken die Rennautos von Mark Webber und David Coulthard beim Grand Prix von Silverstone. Die Einnahmen dieser Charity-Aktion von Red Bull, rund 1 Million Euro, fließen zu 100% in die Wings for Life Stiftung, die Heinz Kienigartner ins Leben gerufen hat. Man kann ja nicht oft genug über die Stiftung Wings for Life sprechen. Heinz, wer es noch nicht weiß, kurz erklärt, worum geht es genau bei Wings for Life? Und gleich eine zweite Frage dazu, wie kann man sich aktiv mit einbringen, wenn man sagt, ich will dieses ganze Projekt unterstützen? Wir unterstützen die Forschung um Querschnittsverletzung
heilbar zu machen. Also unser Ziel ist zu 100% und von dem schweifen wir keinen Millimeter links oder rechts ab. Wir wollen eine Verletzung wieder so weit beheben können, dass es mehr oder weniger ist wie vorher. Und dass das zu schaffen ist, bin ich hundertprozentig überzeugt. Also bis 1980 ungefähr hat jeder, der Medizin studiert, gelernt, dass wenn das Rückenmark verletzt ist, ist vorbei. Das wächst nicht mehr nach, das kann nicht mehr wachsen, aus, Pause. Da braucht man sich gar nicht weiter damit befassen. Dann ist aber plötzlich die Riesensensation gelungen. Man hat nachgewiesen, dass die Nerven sehr wohl wieder wachsen wollen. Dass da nur verschiedene molekulare Veränderungen stattfinden und Stoppschilder entstehen, weil eben da so eine Schicht entsteht, eine Narbe entsteht und da kommen die Nerven nicht mehr durch. Also alleine mit der Erkenntnis ist die Hoffnung, dass das Ganze irgendwann uns gelingt, das zu heilen, sehr, sehr groß. Und unser großes Vorbild mit seiner Stiftung, das war der Christopher Reeve, der nicht nur die Discos anschauen, sondern wirklich ein bisschen ins Hinterland fahren. Ibiza ist eine wirklich traumhaft schöne Insel. Es gibt super schöne Buchten, wo es immer noch jetzt im Hochsommer menschenleer sind. Also ich kann euch nur sagen, wenn man sie kennt, die Insel, gibt nichts Schöneres. Wenn jemand fragen würde, welcher Spot auf Ibiza gefällt euch am besten, wir würden ohne lange zu zögern sagen, das KM5. Hier kann man nicht nur ausgezeichnet chillen, sondern vor allem auch gut essen. What it was that we thought about. And we open always on the end of April. And every year we change something. Ja, genau diesen Satz hat uns Patrick Sox letztes Jahr im Interview hier im KM5 erzählt. Ein Jahr ist vergangen und er hat sein Versprechen gehalten. Die erste Neuheit ist der Catwalk, gemacht für Damen und ihre High Heels. Auch neu ist die helle Lounge im hinteren Teil des Gartens. Und jetzt Rachel, unsere feurig spanische Entdeckung. Ja, natürlich wollten wir auch dieses Jahr mit Patrick ein Interview führen, aber das Leben auf Ibiza ist hart. Er liegt im Bett und scheint doch ein wenig krank zu sein. Ja, meine Lieben, letztes Jahr haben wir euch Patrick vorgestellt. Heuer freut es uns sehr, den zweiten Mann hier von Kilometro Thinker bei uns zu haben. Josh, ein gebürtiger Deutscher. Ja, von Köln. Jeder, der hierher kommt, sagt, es ist was Spezielles. Jeder fühlt sich wohl. Es ist einfach eine Atmosphäre wie selten woanders auf dieser Insel. Was macht aber diesen Platz jetzt so speziell? Wir versuchen einfach, den Camino zu machen, dass er persönlich ist. Ja. Das Persönliche ist, dass wir sind auch jeden Tag hier, die Besitzer. Das ganze Personal ist freundlich. Dann haben wir einen Laden, der außerhalb von Ibiza ist. Das macht schon aus, dass du hast unterschiedliche Gäste. Das heißt, die müssen sich in Ibiza auskennen, müssen ein Auto haben. Und 13 Jahre vorher, wie ich den Laden aufgemacht habe, hat sich mich jeder für bekloppt gehalten. Warum so weit? Ja? Warum nicht in Ibiza? Aber wenn du in Ibiza einen Laden aufmachst, dann hast du die ganzen Bekloppten, die du in deinem eigenen Land nicht sehen möchtest. Wir werden oftmals kopiert, aber niemals erreicht. Und unser Geheimnis ist, dass wir eigentlich immer hier sind, immer für die Klienten da sind und auch die Leute, die hier arbeiten, genauso drauf sind. Ja. Und das macht den Unterschied, dass wir nicht superficial sind, also oberflächlich sind. Ja. Und wir versuchen halt, die Leute glücklich zu machen und die Leute sagen auch, ja, eigentlich so haben wir uns ein bisschen vorgestellt. Ja. Ja, Josh aus Köln, es hat uns sehr gefreut, dass wir auch die zweite Hälfte vom Kilometro Cinco haben kennenlernen dürfen. In diesem Sinne, ja, der Spirit of Ibiza wird immer leben, wir haben es gehört. Schön, das zu hören. Dankeschön. Danke auch.
Ja, Babys, das war's mit Teil 3 aus Ibiza. In 14 Tagen seht ihr, wie unsere Geschichte hier endet. Nice.